So, und moin zusammen, willkommen zum neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, bin ich hier mit dem Kollegen, dem Juli, in der Waschstraße und der hat ja noch seine Winterfelgen drauf. Und wir haben uns überlegt, wir werden die Felgen, alle vier an der Zahl, mit vier verschiedenen Wachsen bzw. Felgenversiegelungen behandeln und schauen uns dann nach ein paar Wochen und einigen hundert bzw. tausenden gefahrenen Kilometern mal den Status an, ob und wie der Bremsstaub abgehalten wurde. Ja, wir haben vier Felgenversiegelungen bzw. Wachse rausgesucht. Das ist einmal hier das Rimwax bei SmartWax. Das ist dieses hier. Zeige ich euch auch gerne nochmal. So sieht das Ganze aus. Okay, das werden wir auf eine Felge machen. Dann haben wir von Auto Finesse das Mint Rims Wheel Wax. Sieht so aus. Dieses hier riecht auch richtig nach purer Minze. Ich mag es sehr gerne, im Juli gefällt es nicht so. Dann eine relativ günstige Felgenversiegelung von Nigrin, die Felgenversiegelung ist das. Und dann auch noch vom Prinzip her nochmal was anderes. Das sind ja hier Wachse zum Auftragen. Das ist eine richtige Versiegelung in Flüssigform, die aufgetragen wird. Und dann haben wir hier einen Felgenwachs von Dr. Wack P21S. Das ist in der Aerosolflasche, wird geschüttelt und aufgesprüht. Ja, und bevor wir jetzt die Wachse auftragen, gehen wir erstmal hin und machen eine Grundreinigung der Felgen, weil die teilweise ziemlich stark verschmutzt sind, nehmen wir dafür ein Tuga Rot. So, wie ihr sehen könnt, der Juli geht jetzt hin und sprüht den Tuga Rot auf. Wichtiger Hinweis, Achtung, Tuga Rot maximal wirklich 2 Minuten einwirken lassen auf der Felge, da es ein säurehaltiger Reiniger ist und der wirklich ziemlich Power hat. Deswegen Handy mit Stoppuhr ist bereit und dann lassen wir das Ganze jetzt einwirken. So sieht das jetzt hier auf der Felge aus und können gleich hingehen und die Felgen abspritzen. So, wie ihr sehen könnt, ist der Reiniger jetzt soweit eingewirkt. Der Juli kommt da mal mit Hochdruckreiniger und sprüht die Felge jetzt soweit ab. Da sieht man auf jeden Fall schon ordentlicher Glanz, der darüber kommt. Also der Reiniger hat auf jeden Fall richtig, richtig Power. Ne? So, machen wir mit allen vier Felgen. So sehen die anderen aus. Und dann können wir die Wachse gleich auftragen. Jo, wie ihr nun sehen könnt, die Felgen sehen soweit wieder richtig blitzeblank aus. Also das ist immer wieder krass, was der Tuga Rot für eine Power hat. Also um so eingebrannten Bremsstaub und sowas loszuwerden, was auch hier in den kleinen Ecken und in den Kanten wirklich ganz extrem war. Wirklich vom Allerfeinsten, richtig geil. Und ohne manuelle Einwirkung, sprich mit einer Bürste oder ähnlichem jetzt da dran zu gehen, wirklich super geil geworden. Also die glänzen wieder, wenn ich das mal anschaut hier, ne? Wirklich vom Allerfeinsten, richtig krass geworden. Ja, dementsprechend, das hätten wir jetzt durch, erster Schritt. Im nächsten gehen wir jetzt hin und werden die Felgen dann abtrocknen und dann können wir gleich mit Isopro die Felgen so vorbereiten, dass wir die Wachse auftragen können. So, nachdem die Felgen jetzt soweit erfolgreich abgetrocknet wurden, gehen wir hin und haben ein bisschen Isopro, Mischungsverhältnis 1 zu 10, das reicht aus, aufgesprüht auf die Felge und die wird jetzt wirklich porentief gereinigt. Das ist wichtig, damit wir natürlich eine gute Basis haben und damit das Wachs auf der Felge auch hält. Ja, tragen wir gleich auf, seht ihr, und dann direkt mit einem Tuch ein bisschen drüber rubbeln und wirklich alle Fettreste entfernen etc. So, wir haben jetzt die Felge hier vorne links. Da gehen wir hin und tragen von Auto Finesse das Mint Rims Wheel Wax auf. Dazu habe ich hier ein Applicator Pad in der Hand. Zack. Und hier kommt auch eine richtig schöne Mint- oder Minz-Duftnote raus. Trage mir hier ein bisschen auf das Pad auf. So. Und kann dann hingehen und das Ganze hier auf der Felge schön auftragen und verteilen. So. Und das Ganze muss dann ein bisschen ablüften, wie das normal ist bei einem Wachs. Und dann können wir die Überschüsse gleich ganz einfach mit dem Mikrofasertuch entfernen. So, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt die Felge komplett wachse, gucken wir uns hier unten in dem Bereich auf jeden Fall auch noch einen kleinen Leading-Sheeting-Test vorher an. Machen wir auch bei allen Felgen. Und da seht ihr nämlich, da fällt nichts.
Also da ist wirklich nichts drauf. Die Stelle auf jeden Fall jetzt nochmal richtig schön abtrocknen und sauber machen. Und danach mache ich das Wachs komplett drauf und dann tragen wir es gleich ab. So, dann haben wir jetzt hier die zweite Felge und bei der, das ist links hinten, nehmen wir die Nigrin-Felgenversiegelung. Und jetzt Reihenfolge richtig, erster Schritt, wir gucken uns an, perlt hier was, perlt hier irgendwas? Nein, hier perlt gar nichts. Also auch nicht toll, es läuft aber auf jeden Fall schon besser ab als auf den anderen Felgen. So, im nächsten Schritt können wir dann hingehen und die Felgenversiegelung auftragen. Ich mache jetzt wieder nur den oberen Bereich, den unteren mache ich gleich wieder sauber. Nicht wundern. So. So sieht das Ganze aus. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Das reicht schon für eine ganz große Fläche hier der Felge. Verteile ich jetzt erstmal hier so ein bisschen hier und hier. Und dann gehe ich hin und kann die Versiegelung hier genauso wie bei einem Wachs auch einfach auftragen, verteilen. Natürlich auch hier Richtung Schraubenlöcher kann man das Ganze natürlich ebenso auftragen. Geht alles ganz easy. So. Mache ich soweit fertig, auch hier unten nochmal trocken mit Isopro nochmal kurz drüber und dann gehen wir zur nächsten Felge. So, dritte und nächste Felge, das ist rechts vorne und da werden wir jetzt auftragen das Rim Wax bei Smart Wax. So, bevor wir da loslegen, auch hier im unteren Bereich wieder Beading Sheeting Test und genauso wie auch bei den anderen Felgen. Es ist einfach nichts drauf auf diesen Felgen. Dementsprechend wird das ein ganz interessanter Test hier. So sieht das aus. Riecht auch ziemlich geil. Ich weiß aber nicht so genau wonach. Oh scheiße, das war jetzt eine Menge. Das stand auch ein bisschen bei mir im Keller. Muss mal gucken, ob das noch gut wirkt. So. Jetzt können wir mal hingehen und das Ganze hier schön auftragen. Lässt sich auf jeden Fall sehr gut verarbeiten. Man liest auch ziemlich viel Gutes darüber, über dieses Wachs. Da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt drauf. So, das mache ich soweit fertig mit der Felge. Natürlich unten nochmal trocknen und sauber machen. Und dann kommen wir zur vierten und letzten Felge. So, vierte und letzte Felge, P21S Felgenwachs und auch hier nochmal kurz der Check. Nee, also da ist genauso nichts drauf wie auf den anderen Felgen. So, die Flasche habe ich soeben noch 30 Sekunden geschüttelt, das soll man machen und danach wird das einfach Aerosolflaschen-Style mit ein bisschen Abstand, 15 cm hier aufgesprüht, dünn, nicht zu dick. Und danach lassen wir das Ganze ablüften und können die Überschüsse mit einem einfachen Tuch abtragen. So, und das soll es schon gewesen sein. Also das geht auf jeden Fall am einfachsten, am schnellsten in diesem Bereich. So, das ist die Felge links vorne, wie ihr sehen könnt. Und die haben wir mit dem Autofinesse behandelt. Ließ sich sehr einfach abtragen, wirklich keine große Arbeit und war auch ziemlich weich und richtig ultra glatt jetzt danach. Man hat auch noch die Möglichkeit, das Autofinesse zu schichten. Das heißt, das Ganze müssten wir jetzt 3 Stunden einwirken und trocknen lassen und danach könnte man noch die nächste Schicht drauf machen. Da wir den Vergleich von jeweils nur einer Schicht bei allen Produkten machen, lassen wir das jetzt. So, und jetzt schaut euch mal Beading Sheeting an. Dann gucken wir mal. Das ist mal ein Beading-Verhalten hier. Guckt euch das mal an, euer Sheeding-Verhalten, wenn ich jetzt hier drauf halte. Also das ist, wow, vom Allerfeinsten. Ne? Also das ist richtig geil anzusehen. Also das klappt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt die nächste Felge an, hinten links. Und da haben wir das Nigrin verwendet. So, nächste Felge haben wir jetzt hier die Nigrin-Felgenversiegelung und hier muss man sagen, beim Abtragen, das war auf jeden Fall deutlich aufwendiger als bei der Wachsfelge jetzt vorne und ja, gucken wir uns jetzt hier natürlich auch noch die Beading-Sheeting an. Okay, ja, sieht ganz gut aus, aber auf jeden Fall bei der Autofinesse deutlich besser, ne? Also das ist ein Unterschied. Ja, also perlt ganz gut. Gute Perlchen, aber definitiv am besten ist dann eine gute Finesse. Okay, gehen wir zur nächsten.
So, jetzt haben wir hier die Felge vorne rechts. Da haben wir aufgetragen das Rim Wax von Smart Wax. Und das ließ sich auch sehr leicht abtragen, genauso wie das Wachs von Auto Finesse. Ging richtig easy. Und da gucken wir uns jetzt auch Beading-Shading-Verhalten an. Da bin ich auch gespannt. Und ja, das perlt schon gut, aber im Verhältnis zum Auto Finesse ist das schlechter, definitiv. Das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Da habe ich mir mehr erhofft, weil ich dafür so viel Gutes im Netz gelesen habe. Also das ist mal ganz interessant zu sehen. Also das war auf jeden Fall auf der Auto Finesse Felge deutlich besser. Okay, gucken wir uns die nächste an. So, vierte und damit letzte Felge, P21S Felgenwachs, ließ sich auch ganz easy abtragen, das war kein Problem. Und dann gucken wir uns jetzt hier natürlich ebenfalls wie bei allen anderen auch das Beading Shading an und, oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Hallo, für ein Sprühwachs? Also das ist doch mal richtig geil. Na, also, das kann sich sehen lassen, das Zeug. Ziemlich cool. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, da seht ihr nochmal das Fahrzeug, so sieht das aus, alle vier Felgen behandelt, hier unten mit diesen vier Mittelchen und ja, wie gesagt, Auto Finesse, links vorne drauf, hinten rechts ist das Nigrin drauf, vorne links, sprich also auf der anderen Seite haben wir das Rimwax drauf und das Felgenwachs P21S von Dr. Wack hinten rechts drauf. Ja, dementsprechend vier Felgen Wachs bzw. Versiegelung im Vergleich. Sehr gespannt sind wir beide darauf, wie das Ganze jetzt in circa vier Wochen, machen wir den nächsten Test, nach guten 1000 Kilometern, die wird der Juli in der Zeit fahren, aussieht. Da gucken wir uns dann natürlich an, wie verschmutzt ist die Felge in der Zeit geworden und wie ist das Beading-Shading-Verhalten. Für euch nur ein paar Sekunden zu warten, für uns vier Wochen. Also bis gleich. Ciao. Ja Freunde, jetzt haben wir schon über sechs Wochen vorbei und wir haben den Test ein bisschen verschwitzt. Der Juli war viel unterwegs in der Zeit und haben es zeitlich auch nicht hingekriegt. Und dementsprechend haben wir jetzt hier über 3000 Kilometer auf der Uhr gefahren mit den vier Felgen und verbrauchte Zeit von sechs Wochen sind es jetzt. Also ich weiß nicht wirklich, ob da noch was drauf ist. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal auf den Felgen mit der Sprühflasche mit Wasser an und danach werden wir die Felgen auch nochmal waschen. So, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt an der Felge hinten links und da haben wir ja die Nigrin-Versiegelung drauf und ja, wie ihr seht, sehen wir nichts, denn hier perlt wirklich nichts mehr. Also das ist wirklich nur noch dick Wasser drauf, also tut sich nichts. Nächste Felge links vorne. Ja, und hier selbiges, also auch nichts mehr am Perlen, wirklich alles nur noch am Sammeln. Dritte. So, und da muss ich mal schnell nachpumpen. So, und was tut sich hier? Genauso wenig. Auch nur noch Lachenbildung. Und last but not least, hier auch noch die Dr. Wack versiegelte Felge. Und ja, genau das Gleiche, also wirklich alle nicht mehr am Perlen. Vom Verschmutzungsgrad habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. So, gucken wir jetzt mal hier ein bisschen rum. Zack, zack, zack. So, ich nehme auch hier die Lampe. Genau, dann können wir es ganz gut sehen. Gucken wir uns die nochmal im Rücklauf hier quasi an. So sehen die aus. Also jetzt nach sechs Wochen und keiner einzigen Wäsche wirklich alle ordentlich verschmutzt. Oder ich glaube, du hast einmal gewaschen. Einmal, genau. So. Also alle ziemlich moderat verschmutzt jetzt für die Kilometerleistung. Und noch hier die vierte, die ist tendenziell am wenigsten mit der Versiegelung von Nigrin. Okay, ja, würde ich sagen, gehen wir mit Bilberry drüber und dann gucken wir mal danach. So, wir sind jetzt hingegangen und haben mal hier die Felgen soweit eingesprüht. So sieht das Ganze aus. Bilberry, dünnflüssig wie er ist, läuft auch schon runter. Man sieht wirklich nicht mehr viel da drauf. Und der hat jetzt auch seine 2 Minuten eingewirkt. Dementsprechend spritzen wir jetzt die Felgen komplett ab und dann gucken wir uns das Beading danach an.
So, da könnt ihr jetzt die Felge sehen. So sieht sie jetzt aus, nachdem wir mit dem Bilberry ohne maschinelle Einwirkung oder händische Einwirkung drangegangen sind. Und so sieht sie aus. Wir sehen, dass wir auf jeden Fall noch eine größere Verschmutzung hier in dem Bereich haben. Ja, ansonsten hier ziemlich sauber, hier auch, da unten jetzt nicht. Da ist ein kleiner Fleck und ganz moderates Bild irgendwo. Also ich sag mal ganz okay. Schon ganz gut. Allerdings nur die hintere Felge, muss man natürlich dazu sagen. Und Beading, Sheading, nee. Da küt nix mehr. Also da ist nichts mehr vorhanden. Okay, schauen wir uns die nächste Felge an. So, nächstes ist hier das Auto Finesse Mint Rim Wheel Wax. Genau so heißt es. Und hier ist die Verschmutzung, ja, soweit ganz okay. Hier haben wir ein bisschen... Ja, da ist auf jeden Fall was drauf. Hier auch. Also wachsmäßig ist es ein ganz gutes Ergebnis. Definitiv für 6 Wochen, wie ich finde. Das hat mich doch überrascht, weil ich dachte jetzt schon, das Video wäre komplett versaut, weil wir es einfach zeitlich nicht anders hingekriegt haben. Aber ihr seht es auch hier schon. Nur vom absprühenden Hochdruckreiniger haben wir hier noch ordentlich ein paar Perlchen. Und hier oben perlt ein bisschen was. Hier in der Seite ist, also hier ist ziemlich zerstört. Hier noch so ein bisschen. Und hier... Ja, da noch ganz gut, hier oben drauf. Also minimale Reste vorhanden, aber nach 6 Wochen ist das natürlich auch ziemlich krasser Einfluss auf die Felgen. Okay, next. Okay, next. Da haben wir hier das Rimwax. Und so sieht die Felge jetzt hier aus. Wir sehen, dass wir hier noch so einen leichten Schleier haben. Hier eine stärkere Verschmutzung, da was kleineres. Und hier in der Ecke auch noch. Okay, schauen wir uns das Wasserverhalten an. Nee, also deutlich schlechter als jetzt gerade beim Auto Finesse. Da tut sich nichts mehr. Nee, das habe ich nicht gedacht. Weil das hier wirklich ein sehr, sehr gutes Wachs sein soll. Also so ein echter Extremtest hier mit den 6 Wochen. Okay, last but not least, letzte Felge. So, letzte Felge, da haben wir ja das P21S Felgenwachs genommen und krasserweise, da perlt es schon ganz gut hier an der Seite. Guckt euch das mal an. Also in der Stelle ist es irgendwie richtig faszinierend, weil der Verschmutzungsgrad ist auch relativ gering hier. Hier oben nichts mehr so, da perlt es auch wieder ziemlich krass. Hier vorne jetzt zum Beispiel nicht, also die Felge hat irgendwie hat ganz komisch mitgemacht. Also ist ganz interessant, ne? Ihr seht auch krass am Tropfen und Verschmutzungsgrad geht auch irgendwo so, also gar nicht mal so verkehrt. So, kleines Fazit jetzt hier, also Video, nicht die perfekten Bedingungen, nachdem wir jetzt nach 6 Wochen das Fazit gemacht haben, das wollte ich nochmal klar erwähnt haben, aber nichtsdestotrotz sehen wir das einfach mal als Langzeittest, wirklich unter extremeren Bedingungen und da konnten wir doch wirklich bei 4 Produkten hier wirklich ganz gravierende Unterschiede feststellen. Bei der Felgenversiegelung hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet, weil es halt wirklich eine Felgenversiegelung ist und nicht ein Wachs. Deswegen fand ich das schon mal ganz interessant zu sehen. Für mich der Sieger hier das Auto Finesse im Test auf jeden Fall, weil es vorne die Felge wirklich sehr gut geschützt hat. Das Rim, was ich eigentlich anfangs dachte, wird diesen Test gewinnen, war doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und ganz überraschend auch ganz gut, das P21S von Dr. Wack hat halt wirklich den Vorteil, ist sehr günstig und kann auch wirklich innerhalb von ein paar Minuten easy aufgetragen werden. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe sehr, dass euch der Test gefallen hat. Lasst es mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Ach so, genau, schreibt noch in die Kommentare, was ihr für ein Wachs oder eine Versiegelung benutzt. Und ansonsten, kleiner Teaser, demnächst machen wir noch ein Video hier mit dem Chemical Guys Wax Coat Wheel Guard. Das kommt dann demnächst. Ciao.